Diese Schweizer haben sogar ein Bier und ein Kreuzzügen damit zu feiern. 1291, das Jahr, worin die Templer die Schweiz gründeten und den Templerschatz in die Schweizer Bergen brachten, um damit die Schweizer Banken zu gründen. Und das Nazi-Gold und all die geraubten Wertsachen aus dem Zweiten Weltkrieg nennen sie den dritten Templerschatz. Schauen Sie die Pharaonenshow von Gyuri.